So, haben wir die Ehre und Grüße beim Gartengießi, Freunde. Was machen wir heute? Ja, Freunde, erst einmal kurz nice noch, gell? Ihr seht, wir sind in der Fischzucht. Das Jahr soll ja für euch toll anfangen und damit die ganzen Fischzuchtzüchtlinge gleich am Anfang was kriegen, haben wir gesagt, fangen wir an mit Fischzucht. Was machen wir? Heute geht es um das hier, um Futter. Und zwar habe ich oft jetzt die Frage gekriegt, wie füttert man die richtig? Welches Futter verwendest du? Was kann man da falsch machen? Und um das geht es jetzt heute. Wie fütter ich richtig eine Forelle? Okay, Freunde, dann zuerst wird es ein bisschen laberlastig. Ich erzähle euch ein bisschen was zum Futter allgemein. Und dann zeige ich euch, wie ich das angehe, wie ich meine Fisch fütter, wie ich das mache, dass ich möglichst wenig Verluste habe. Also an Futter, dass das nicht am Boden fliegt, wie man das alles macht, die richtigen Mengen und so weiter und so fort. Aber jetzt erst einmal allgemein zum Thema Fischfutter. Also, es ist ja so, es gibt hier unterschiedliche Körnungen. Da hat sich ja mal die Industrie quasi Gedanken dazu gemacht. Es geht auch um die Maulspalte von einem Fisch. Also ihr müsst euch vorstellen, es muss ja irgendwie, das Futter muss ja reinpassen. Wenn das jetzt halt so ein Brockenfutter ist und so ein Mäulchen, dann geht das nicht, oder? Ist das verständlich? Okay, das ist einmal zur Größe. Aber nicht nur die Größe ist entscheidend, sondern es geht auch darum, die haben sich Gedanken dabei gemacht. Je nachdem, wie groß das ist, ist auch die Zusammensetzung unterschiedlich, weil ein junger Fisch braucht andere Nährstoffe als wie zum Beispiel ein großer Fisch. Oder geht es darum, den schnell vom Kleinen wegzubringen oder dann hin rein in die Mast. Wie gesagt, da haben wir unterschiedliche. Ich zeige das einmal hier. Das ist jetzt so von der Körnung her 4,5 mm. Das geht jetzt schon so in Richtung Mastfutter, sage ich einmal. Da wird mitgearbeitet, wenn der Fisch schon mal eine gewisse Größe hat und quasi ans Ende hingeht. Die nächste Größe, was es dann noch gibt, das ist dann die 6 mm. Das ist dann, sage ich mal, so ab 500 Gramm aufwärts, wird mit dem weitergefüttert. Zum Vergleich, damit man das mal sieht, habe ich jetzt halt hier noch 2 mm. Das ist jetzt, sage ich mal, so die erste Stufe überhalb vom Brutfutter. Das ist so das erste, was sie dann kriegen, wenn sie auf dem Teich draußen sind. Wie gesagt, ist so aufgebaut, dass es für das, was der Fisch in dem Alter braucht, die richtigen Inhaltsstoffe hat. Gut. Dann Thema Futterqualitäten. Da muss ich jetzt mal ein bisschen was erzählen dazu. Ja, das ist ein Spätzl. Der hat 6 große Weiher, glaube ich, sind es. Und der hat immer Ärger gehabt mit seinen Fischen. Irgendwas war immer. Und dann hat er mich geholt und gesagt, Wiesi, schau mal. Und so wirklich erkennbar war jetzt nicht, dass irgendeine große Krankheit da ist oder sonst irgendwas. Es war einfach nicht. Dann hat er gesagt, was fütterst du für Futter? Dann hat er mal sein Futter gezeigt. Jetzt war das aus so dem Landhandel, sage ich einmal. Da liegt immer das billigste Fischfutter, was du kaufen kannst, rum. Und meistens, weil nicht viel davon verkauft wird, sind die Dinger auch noch abgelaufen. Also er hat einfach ein grottenschlechtes Futter gehabt, das was meistens schon ja, über der Zeit war oder einfach nicht so gut. Jetzt sind wir hergegangen, haben das Futter umgestellt. Haben von einem anderen ein Futter geholt, ein qualitativ hochwertigeres. Ich sage jetzt nicht, die Marke braucht es nicht. Es gibt mehrere gute Futtermittelhersteller. Die Fische damit gefüttert und es war wie ein Wunder. Nichts mehr. Pumper gesunde Fische, die was wunderbar schön gewachsen sind. Also man kann seine Fische damit ganz schön was antun, wenn man ihnen schlechtes Futter gibt. Das ist ja auch klar. Wenn ich ranziges Zeugsel fresse, dann kriege ich auch das Ranzenpfeifen und bin nicht gesund. Also, da muss man unbedingt Wert drauf legen, dass das Zeugsel gut ist. Dann jetzt nochmal zurück auf die Körnungen. Man kann sich mit diesen Körnungen schon ein bisschen spielen. Ich meine, rein theoretisch, fressen tut man eine große Forelle das Kleine hier auch noch. Was passiert, wenn ich die lang mit kleinem Futter fütter? Dann habe ich folgenden Effekt. Der Fisch kann ja immer bloß eins oder maximal zwei so Körnle auf einmal aufnehmen. Auch der Gierige, also so einer wie ich, schafft nicht mehr auf einen Schlag ins Maul zu bringen, weil er muss ja hinterher schwimmen. Fütter ich die jetzt lang mit dem kleinen Futter,
und gehe erst relativ spät auf die nächste Körnung über, habe ich den Effekt, dass meine Fische in der Größe sehr homogen, sehr gleichmäßig bleiben. Sie wachsen nicht schnell auseinander. Also, will ich einen möglichst homogenen Fisch, fütter ich lang kleine Körnungen und gehe erst sehr spät auf größere Körnungen über. Will ich jetzt aber schnell einen Erfolg, ich brauche schnell Fische, ich bin sowieso so, dass ich meinen Teich alle 14 Tage lang durchsortiere, um fertige Fische rauszunehmen, dann wechsle ich schnell auf ein großes Futter. Da habe ich dann den Effekt, die Gierigen, die wachsen mir vorne schnell weg und ich kann die schnell nehmen. Also ich habe schnell einen vermarktungsfähigen, fertigen Speisefisch. Mir bleiben dann aber im Teich etliche zurück. Die kommen nicht so gut ran ans Futter, weil sie von den anderen verdrängt werden, weil einfach von der Menge her weniger Körner unterwegs sind und die großen schnappen sie schneller weg, die kleinen kriegen weniger. Also, schnellen Fisch, schnell auf großes Futter, gleichmäßigen Fisch, bleiben wir beim kleinen Futter. Okidoki, dann hat Futterqualitäten. Es gibt jetzt nicht nur unterschiedliche Marken, sondern die meisten Marken haben in sich selber auch noch unterschiedliches Futter. Unterschiedliche Proteingehalte, also ein relativ einfaches Futter, dann gibt es meistens irgendwo so eine mittlere Schiene und dann gibt es meistens noch so High-End-Protein-Power-Zeug. Da, wo sie dann brutal schnell wegwachsen und das super funktioniert. Da habe ich viel experimentiert. Und es ist ja so, nicht für jeden ist jedes Futter geeignet. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe von mir aus jetzt her und nimm das High-Energy-Futter, weil vermutlich, also in meinem Fall, ich würde Geld damit verbrennen, weil es einfach auch teurer ist. Warum ist das so? Das sind Futtersorten, die sind oft auf die optimalen Bedingungen ausgelegt. Das heißt zum Beispiel in so Kreislaufanlagen oder in lange Fließkanäle, die was vielleicht so zusätzlich mit Sauerstoff begast werden, wo der Fisch einfach ja, voll hochgemästet wird. Ja, du kriegst eins. Der wächst dann auch besser. Ja, nochmal eins. Sieht aber gut. Also, es ist so, da wird der Fisch dann so richtig hochgetrieben, sage ich wirklich. Dieses energiereiche Futter plus viel Wasser, plus viel Sauerstoff, plus ideale Temperaturen, dann können die das auch verwerten. Hat auch einen Vorteil, zum Beispiel in der Kreislaufanlage, diese Futter, also eine Kreislaufanlage ist, wo man Fisch in einem Becken hält, wo Wasser reinpumpt wird, wieder hergenommen wird, ist sehr technisch, sehr energieaufwendig, nicht sowas wie ich mache. Sie scheißen weniger. Das Futter ist dermaßen perfekt ausgelastet, dass sie das eigentlich auch verbrauchen. Gut, was ist, wenn jetzt ich das hernehme? Ich nehme das Futter her, schmeiße es rein und das ist bei mir, ich habe nicht so viel Sauerstoff, ich habe kältere Temperaturen, der Stoffwechsel von dem Fisch ist gar nicht so hoch, der kann das gar nicht wirklich verarbeiten. Ich habe mit solchen Futter Experimente gemacht, ja, es funktioniert, nein, sie verwerten es nicht richtig. Selbst wenn ich denen 3-4 Tage nichts mehr zum Fressen gegeben habe, was man ja macht, bevor man sie schlachtet, damit sie nicht nach Futter schmecken, beim Ausnehmen sind nur unverdaute Pellets im Bauch. Nicht das richtige Futter. Für uns Otto normalen kleinen Fischzüchter sage ich jetzt einmal, ideal so ein mittleres. Ein ganz nixig ist auch nicht gut, außer ich will die Fische jetzt nur noch halten, weil sie vielleicht, habe ich jetzt den Fall, meine haben jetzt 500 Gramm, schwerer sollen sie nicht werden, weil ansonsten kauft es mir keiner. Verhungern lassen will ich sie auch nicht, dann gebe ich ihnen vielleicht mal so ein ganz niedriges Energiefutter, dass sie nur ihr Gewicht halten. War das alles irgendwie verständlich? Ja, tut mir leid, das ist jetzt gerade ein bisschen laberlastig. Aber ich würde sagen, hier haben wir jetzt genug gelabert. Wir gehen jetzt an den Teich und da erzähle ich euch am praktischen Beispiel noch ein paar Sachen dazu. Und jetzt gibt es noch eine Neuerung, weil dieses Jahr wird besser als das letzte, gell, Freunde? Der Kameramann kann jetzt, ohne dass er Angst haben muss, geblendet zu werden, hinter mir herlaufen, weil ich habe jetzt Hosenträger. Jawohl. Es ist für die Fans von der Maurerspalte, es tut mir wirklich leid, gell, Freunde? Aber es ist ja so. Es ist vorbei. Okay, genug blödelt. Gehen wir an Weiher. Wow! Perfekt, oder? Alles gedeckt. Ja! Und mal wieder sagen, dass wir nicht auch ein bisschen fortschrittlich sein können. Gut.
Ja, die haben Hunger, das sind die richtigen. So, gut, jetzt sind wir da. Wo stelle ich jetzt das Futter hin, ohne dass der Kleine nachher ab Pfund mehr wiegt? Geht das? Ja, ja, sollte gehen. Ja, Gott im Himmel, da. Okay, also, fangen wir mal an zu den Futtermengen. Der Futtermittelhersteller wird euch vorgeben, bei welcher Wassertemperatur, wie viel Prozent der Masse man am Tag an Futter geben soll, idealerweise. Ja, jetzt habe ich natürlich hier in der Praxis nicht die Möglichkeit, ständig zum Überprüfen, sind es jetzt 10 Kilo, sind es 15 Kilo, sind es 20 Kilo, sind es 9,7 oder 7,9. Für mich als Kleiner, im Großen wird es so gemacht. Da wird überprüft, man könnte es rein rechnerisch auch noch machen, drauf zu kommen, wie viel Prozent man füttert. Ja, bei mir ist es eben nicht der Fall. Es wird nicht nach Prozent vorgegeben, sondern ich fütter meine Fische von Hand und mit Auge. Dann weiß ich, haben die genug im Kessel oder haben sie es nicht. Ich schaue mir natürlich meine Fische immer wieder an. Ja, sind die jetzt übertrieben fett, dann habe ich in letzter Zeit zu viel gefüttert. Sind sie übertrieben mager, dann habe ich halt zu wenig gefüttert. Mir geht es jetzt aber auch darum, dass ich jetzt nicht unnötig Futter verschwende, das was dann einfach auf dem Boden liegt und vergammelt. Also, wir fangen jetzt einfach einmal an und schmeißen eine Menge rein. So, ich denke, man sieht es gut. Gierig. Lasse natürlich jetzt erstmal ein bisschen fressen. Nächste. Einen Ticken weniger gierig. Fressen lassen. Da sind nicht viele drin. Die Sache ist bald rum. Die werden jetzt schon ruhiger. Nächste Lage. Und jetzt sind sie ganz ruhig. Und weil heute nicht Sonntag, sondern irgendein anderer Tag ist, gibt es jetzt nochmal eine Kelle. So, Ende. Die haben genug. Ich könnte jetzt in einer Viertelstunde, wenn ich mit Gewalt da unbedingt irgendwie was reinschoppern will, damit sie möglichst schnell groß werden, in einer Viertelstunde nochmal kommen und denen es nochmal fressen. Will ich nicht. Ich will ja langsam gesund wachsende Fische haben. Fall erledigt. Jetzt halt, wie füttert man? Da gehen wir jetzt halt einen Teich weiter. Da kann ich das besser zeigen. So. Also, es gibt so unterschiedliche Fütterer. Es gibt den Typ, ist mir doch alles egal, der geht her und macht so. Was passiert? Futter knallt alles auf eine Fläche, die Hälfte versinkt nach unten und vergammelt. Ich kenne da einen, der war zu faul zum richtig zum Füttern und der ist hergegangen und hat einfach dann Schwimmfutter gekauft. Dann geht es nicht runter. Kann man machen. Ist aber nicht mein Weg. Weil meistens sind diese Schwimmfutter nicht die besten. Also schlechte Erfahrungen. So, dann kann man auch so machen. Auch noch nicht so ideal. Ich musste am Anfang das lernen, wie es geht. Wo ich damals in der Fischzucht angefangen habe zum Arbeiten vor x Jahren, hat er mich hingestellt vor einen Kieshaufen. Dann musste ich Futterwerfen üben. Ohne Witz, ist so. Ich musste lernen, wie man Futter richtig schmeißt. Futter richtig schmeißen heißt, möglichst einen breiten Teppich zu machen. Warum breiter Teppich? Damit alle möglichst schön und gleichmäßig ihr Futter kriegen. Nicht in der Mitte irgendwo, wo bloß die Stärksten dann drauf haben, sondern dass die am Rand auch was kriegen. Also schön breit. Wirklich schön breit. Oh je. Da hat der Reiher eine erwischt. Na, mei, ist halt so, gell? Okay, ich zeig das jetzt mal. Nicht zu viel in die Schaufel, also nicht die Schaufel ran voll machen, sondern
ein bisschen. Und jetzt halt aus dem Handgelenk, so einen breiten. Halt mal nochmal aufs Wasser, ich mach's mal nochmal. Sieht man das, dass das so ein bisschen, dass es so breit gefächert daherfliegt? Hat noch einen Vorteil. Und zwar, wenn es so breit fliegt, hämmern die nicht alle auf eine Stelle und haben den. Das ist ja so. Gerade in einer gewissen Größe schaut ja mal so ein Futterkörnle auch so einer Flosse relativ ähnlich. Und im Eifer des Gefechts und im Getümmel, wenn du das zu sehr konzentriert auf einen Haufen schmeißt, hast du es, dass die sich schneller in die Flossen verbeißen, weil sie ein Futterkörnle mit der Flosse vom Nebenmann verwechseln. Also, wichtige Sache, immer schön breit. Gut, die haben auch genug, die haben auch schon was gekriegt heute, also jetzt ist er Ruhe. Wenn man noch das Ganze optimieren will und schauen will, dass man wenig Futter verschwendet, dann organisiert man sich so einen. Ich weiß nicht, ob du den auf die Kamera kriegst, komm mal her. Sieht man den da? Ist der? Ja. Also der ist nicht am Verrecken, weil er jetzt gerade so seitlich schwimmt, sondern der tut da so am Rand das alles ein bisschen absammeln. Und der geht jetzt runter und holt die paar Körnle, was nach unten sind, die sammelt der jetzt auf. Auf die Art und Weise habe ich es natürlich ideal von der Verwertung her. Okay, das war jetzt das Wichtigste. Jetzt nochmal ganz kurzer Gelabere und dann ist er wieder gut für heute. Man muss beim Futter noch ein bisschen Obacht geben. Manche Futtersorten haben Echinotoxin drin. Es ist erlaubt, noch, aber vermutlich wird es irgendwann nicht mehr erlaubt sein, weil es steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Also Obacht geben mit Echinotoxin. Es kann der ein oder andere sagen, Futter, halt, Biofutter. Nein, mache ich nicht. Soll machen, wer will. Ich habe mit Biofutter experimentiert. Ich hatte den gleichen Effekt wie mit schlechtem Futter. Meine Fische waren nicht gesund. Das ist doppelt so teuer als wie normales. Die Fisch geht es nicht so gut. Sie wachsen nicht gescheit. Ich bin von dem Versuch mit Bio einfach wieder weggekommen. Was hast du denn jetzt? Schau da raus. Ja. Da, der versucht jetzt da oben irgendwelche. Ja. Ja. Das macht er immer. Da sucht er nach Ding. Da. Ja, der weidet das ab. Das sind irgendwelche kleine Schneckerlin oder sowas dort. Und da schiebt er sich immer so hoch und holt das. Ich habe am Anfang immer gedacht, der verreckt. Ist aber nicht so, der frisst doch. Okay, Exkursion zum Stör. Also, Biofutter für mich, nein. So, jetzt machen wir noch eine Kleinigkeit, müssen wir noch mal ganz kurz wandern. Das habe ich nämlich jetzt vergessen, aber das zeige ich euch trotzdem noch ganz kurz. Wir gehen nochmal an den da. So mit der Nase nach oben so. Das ist cool. Ich werde dieses Jahr, ich habe mir nochmal ein paar Störe bestellt. Ja, ein paar unterschiedliche Mal, um zu schauen, wie das wird und so. Also, wenn ihr die unterschiedlichen Störe sehen wollt, Kanal abonnieren nicht vergessen, gell? Jetzt draufdrücken, kostet nichts. Okay, was ich jetzt vergessen gehabt habe, was ich euch unbedingt noch zeigen wollte. Hier habe ich andere Fische drin. Das sind eine Charge Seeforellen. Schmeiße ich mal da ein bisschen Futter rein. Sieht man das? Ein ganz anderes Verhalten als wie die Regenbogenforelle. Wesentlich weniger aggressiv und nimmt es auch nicht so schnell unten. Nicht so schnell oben, sondern eher weiter unten das Futter. Wer jetzt das erste Mal in seinem Leben Bach- oder Seeforellen hat, oder beim Saibling ist es ähnlich, der wird sich denken, oh scheiße, meine Fische fressen nicht richtig. Das ist jetzt arttypisch. Okay, Freunde, genug gelabert. Wenn ihr noch was wissen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare rein, da beantworte ich es euch. Ich würde sagen, wir fahren wieder heim, es ist kalt, gell? Ja,
ein bisschen, geht aber noch. Es geht noch. Wie gesagt, wenn euch die Nummer gefallen hat, liken, teilen, abonnieren und vergessen. Ciao, sagt der Garten-Gysi.